Was geht ab, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Und heute geht es mal darum, dass mein Kumpel Jan sich ein Anvil Rack gekauft hat. Und da ich weiß, dass es nicht allzu viele Videos zu diesen Racks gibt, beziehungsweise zu den Anvil Produkten, außer eben bei mir oder beim Chris oder auf der Homepage, weiß ich auch, dass es so ein bisschen Misstrauen gibt, weil wenn ihr eine Marke noch nicht kennt, könnt ihr der natürlich nicht vertrauen. Und deshalb werde ich mich heute zu Jan begeben, denn sein Rack kommt heute an, dass er sich bestellt hat, weil er mir vertraut hat und mit Code Alex 5% gespart hat bei Anvil. Und wir bauen das Ganze auf. Ich werde euch versuchen, einen realistischen Eindruck zu geben, ohne viel schönreden zu müssen. Denn wir filmen, wir halten ein bisschen drauf auf den Aufbau, so dass ihr wirklich einen guten Eindruck davon bekommen könnt. Wie ist das Produkt so? Ich glaube, wir werden es auch heute nicht testen. Wir werden einfach mal grob drüber schauen. Ich werde versuchen, alle Eindrücke für euch festzuhalten. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Vlog-Review. Mischformat, wie auch immer. Da ich aber natürlich nicht hungrig in den Tag starten kann und auch nicht hungrig dieses Rack aufbauen kann, gibt es erstmal Frühstück. Es gibt French Toast, wie immer. Und dann warte ich aber auch noch auf den Anruf von Jan, denn sein Rack soll heute zwischen 9 und 15 Uhr oder sowas kommen. Und wir werden ja sehen, wie schnell die sind. Ich kann euch dann auch sagen, wenn ich bei Jan bin, wann er es bestellt hat. Ich meine, er hätte es am... Na gut, wir hatten jetzt Feiertage. Montag war frei und Sonntag war ja ein Feiertag. Das heißt, ich glaube, er hat es am Samstag oder Freitag bestellt und heute ist Mittwoch. Also circa 3 Tage Lieferzeit. Übrigens nehme ich aktuell für das French Toast immer hier so selbstgebackenes Brot. Geile Sache. Viel besser als das gekaufte. Dann 3 stabile Eier und Barista Hafermilch. Gebraten wird das Ganze hier auf diesem nativen Kokosöl. Also so, das wären jetzt hier 14 Gramm. Mhm. Gute Sache. Jackcheck. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einwirken. Wir können ja währenddessen mal das alles eintragen, um nachzugucken, wie viele Kalorien das sind. Eier, Kokosöl. Nehmen wir nochmal so ein Baguette. Den ganzen Kram wären es jetzt um die 840 Kalorien. Noch eine Scheibe Cheddar. Ich werde mich jetzt also ans Futter machen und dann warte ich eigentlich noch. Freunde, wie ihr seht, ich bin hier in einem Auto, aber nicht in meinem Auto, und zwar in Jans Auto. Denn wir fahren jetzt das Rack abholen. Eigentlich liefert so eine Spedition, ja, das bist du dir nach Hause, aber diese Spedition ist besonders. Die liefert nämlich nicht aufgrund von, keine Ahnung, Fahrzeugpannen. Ob es dann stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wollen wir das Rack aber ja heute haben. Und deshalb haben wir die Jungs angerufen, ob wir das nicht abholen können wenigstens. Weil sonst, ihr kennt das, muss man immer einen neuen Termin machen, all den ganzen Kram. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg nach Osnabrück. Das sind so 50 Kilometer von hier aus, von mir aus. Das heißt eine Stunde hin, Stunde zurück. Und wenn wir Pech haben, sind sie dann nicht da. Also ich kann nur hoffen, dass sie da sind. Weil wieder Feierabendverkehr, es ist jetzt 5 Uhr. Mal sehen, was das wird. Wenn nicht, dann zeige ich euch, welche Spedition das ist. Ihr könnt schlechte Bewertungen schreiben. Außer für den Auszubildenden. Außer für den Auszubildenden. Der hat geregelt. Der hat versucht, was zu helfen. Ja, wirklich. Also wenn der es jetzt hingekriegt hat und wir es abholen können, dann wäre es schon überrannt. Genau, dann melden wir uns einfach online mit so einem Hate-Video gegen die Spedition und einer Danksagung an den Auszubildenden. Deshalb, guckt einfach zu, mal gucken, was dabei rumkommt. Alles für die Klicks hier, alles für Anvil. Ne? Wir riskieren hier unser Leben. Und da ist dieser Laden. Ah, wir sollen aber. Ja, wir sollen aber. Ich glaube, wir sollen zum Lager. Das ist das Ziel. Aber hier ist das Ziel schon zu. Hier ist zu. Also es ist noch gar nicht klar, ob wir hier jemals irgendwas mitnehmen. Also wir sind jetzt eine Stunde gefahren. Und vielleicht fahren wir auch gleich nach Hause. Perfekt halt. Dann fahren wir jetzt bis zum Stoppschild und dann fahren wir rechts. Da musst du das scannen. Junge, wir sind einfach zu klein. Wir sind einfach zu klein. Guck mal, da geht die Schranke direkt auf. Das
Fahrgäste sind da. Lädt der Starterfahrer hoch? Selber ein? Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Der wird schon direkt kaputt gemacht. Das Ding ist aufgeladen. Ja. Da kommt das her. Ja, so hier. Doch, doch, ist schon gut. So, Ladung ist gesichert. So, Paket ist drin. Das liegt da hinten. Ist gut festgesichert. Wir machen uns jetzt auf Weg nach Hause, beziehungsweise zu Jan. Mal sehen, wie lange wir heute brauchen. Also es ist jetzt schon 6:30. Eigentlich wollten wir das heute Morgen ja machen. hat sich dann ein paar Stunden gezogen. Na ja, gut, ich denke mal jetzt noch mal so 40 Minuten nach Hause fahren und hoffentlich dann heute noch aufbauen. Ja, stimmt. Ne, die sind hier so eingehakt, nach unten gekippt. Macht man die hoch und dann kann man den Teil dieser Kiste einfach abziehen. So, manche Stellen natürlich nicht perfekt, ne? Den haben sie ein bisschen umgeknickt. Ja, mit dem Hammer. Bam. Da ist der ganze Kram. Guck, das ist dann alles schön einzeln verpackt. Das hier sind die Pins, ne, für die Handelscheiben. Hier die Bolzen sind so groß wie mein Kopf. Perfekt halt. Eine Bedienungsanleitung und schön alle Stahlteile. Ja. Prinzipiell ist es egal, wie rum ihr die nehmt, weil die sind alle sowieso gleich. Die sind alle gelockt, die haben alle aber keine Beschriftung oder sowas. Deshalb könnt ihr das ganz entspannt dran machen. Wichtig ist nur, dass ihr Außenpfeiler, die großen Pfeiler, alle in eine Richtung zeigen lasst. Erstens, weil die da halt so einen Fuß haben, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Und zweitens, weil ihr eben die Zahlenmarkierung sehen wollt. Wie lange hat es gebraucht? So circa 10 Minuten für eine Seite. Circa. In etwa. Ich dachte erst, wir machen das halb und dann vorne fest, aber ja, so, ich glaube, so ist am einfachsten. Ja, dann würde ich sagen, legen wir das jetzt hin. Nachher willst du was. Jetzt musst du durchziehen. Das Ganze. Da haben wir 100. 100. Dieses Ding ist, das hängt ja nur so an zwei Fingern, ne? Ja. Das steckst da durch und dann. Kurzer Tipp: Wenn ihr das pro Seite aufbaut, so wie wir, stellt das nicht erst an die Wand, sondern legt es direkt auf den Boden, das was wir jetzt machen, und schraubt es auf den Boden fest und dann einfach die zwei Seiten zusammenfügen. Ist bequemer, als wenn ihr das da an der Wand macht. So legt ihr das Ganze dann am besten hin. Und zwar so, dass diese Kante, die hier aussteht, dass die nach oben zeigt, das ist ein Ticken besser. Und dann könnt ihr die schön flach hinlegen und zusammenschrauben. Klammer, wie hast du das gesichert gerade? Fach. Ich habe es fachmännisch mit zwei Unterlegscheiben. Handwerker hassen diesen Trick, immer doppelt Unterlegscheiben für extra Sicherheit. Das ist rechts, ne? Links. Das hochstellen. Dann kannst du das rüberziehen. Ja, dann müssen wir jetzt das andere da noch rüberpacken. Willst du den nicht direkt drehen? Und dann, wo willst du dann da noch lang gehen und einer hält das noch fest und einer trägt das allein? Lass das mal hier hinlegen. Komm mal her. Jetzt ist ja nichts mehr im Weg. Wo ist das schon besser? Du musst da. Wo? Ja. Drehen? So. Das links. Das rechts. Nein. Andersrum. Guck doch auf die Füße. Ja, aber wenn ich da. Das muss andersrum. Du musst nach außen zeigen. Ja, zeigen Sie doch. Der kommt dahin. Ach, du willst das jetzt schon drehen? Was wolltest du machen? Ah, ich dachte, du willst das nicht drehen. Okay, alles klar.
verstehe keine Raketenwissenschaft, die du hier betreibst. Wieso? Ist doch gut so. Ja, aber wer hält das jetzt fest? Was willst du denn sonst machen? Du hältst es fest jetzt. Weiß ich denn nicht, Alter, was ich hier vor ist. Ja, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Mach damit hier aus. Was fängt jetzt an? Jetzt gehst du in die Mitte und hältst beide fest. Komm. Strongman-Disziplin, wie heißt das, wo ich das wieder so halte? Hercules Hold. Ja, genau. Alex Hold. So nennen wir das jetzt. Ich überlege jetzt ganz lange. Schrauben rein oder raus? Nein. Nee, raus. Scheiße. Von außen. Guck mal, ihr müsst alle mit Code Alex kaufen. Für 5% bei Endel. Damit ich sowas hier nicht mehr machen muss. Alle kaufen. Alles kaufen bei Endel. My Gym Shop. Alles kauft. Egal was. Ob ihr es braucht oder nicht. Werbeplacement ist da. Gutes Placement, oder? Rack steht so hier hinter mir. Da seht ihr das geile Logo. Aber das reicht für heute, weil es ist schon 9 Uhr und wir müssen beide morgen noch früh raus und all den ganzen Quatsch. Deshalb werden wir wahrscheinlich morgen die Gewichtstecker-Dings drauf tun und ein paar geile Aufnahmen machen. So, guten Abend, Freunde. Wie ihr seht, es ist schon dunkel. Ich bin eigentlich erst vor einer Stunde oder zwei von Jan nach Hause gekommen. Hab dann im Endeffekt einen kleinen Spaziergang gemacht und jetzt gibt's hier Abendessen. Hähnchen, Reis, Salat, geile Steaksoße. Im Endeffekt wollte ich nur sagen, war cool, dass ich diesen kleinen Vlog gedreht habe. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick über das Rack. Es folgt auf jeden Fall noch ein Review. Und ja, wenn ihr mich supporten wollt, Leute, an der Stelle, kauft doch gerne bei Anvil, wenn ihr das nächste Mal bei Anvil einkauft, mit Code Alex. Und falls ihr nicht bei Anvil einkaufen solltet, beziehungsweise nicht bei My Gym Shop einkauft, könnt ihr mich gerne in der Beschreibung durch einen Einkauf über meinen Amazon-Link unterstützen. Ja? Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Vielen Dank für euren Support. Ich freue mich immer wieder, wenn mir dann Leute auch Nachrichten schreiben und so. Ja, ich hoffe, der Vlog hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim Review, beim vollen Review.